fand, erste Halbzeit waren wir auf jeden Fall überlegen, haben uns gut durchgesetzt, gute Toraktionen gehabt. Viele Tormöglichkeiten, vielleicht nicht so ganz so viele hundertprozentige, aber waren immer mal ja, offensiv gefährlich. Auch Freiburg sehr gut im Griff gehabt, wenig zugelassen erste Halbzeit. Natürlich Glück gehabt, dass das Tor gegeben wurde, aber ja, ich denke, das zeigt viel, wie das Spiel verlaufen ist. Das war auch eine Energieleistung. Und im Endeffekt bin ich natürlich froh, dass ich das Tor gemacht habe. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen anders. Freiburg viel im Ballbesitz, auch dann teilweise gefährlich geworden über Standards. Ja, ich glaube, es ist irgendwann auch normal, dass die Heimmannschaft gerade mit Freiburg irgendwann mal Druck macht. Es lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass wir das zweite Tor nicht nachgelegt haben, gerade in der ersten Halbzeit. Und dann wird es verdammt schwer. Und ja, Freiburg hat es dann natürlich gut gemacht. Wir wussten, dass sie über Standards gefährlich werden. Wenn dann da eine nach der anderen reinkommt, ist das nicht so einfach zu verteidigen. Ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es gut gemacht, aber die eine Ecke ist natürlich ärgerlich. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ein gerechtes 1-1. Ich glaube, jeder in der Mannschaft hat gezeigt, wozu wir in der Lage sind und wie viel Energie wir auf den Platz bringen können. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein nächster Schritt. Gerade auch, ja, weil der Rückrundenstart nicht so war, wie wir ihn erhofft haben. Ich glaube, das war noch ein gutes Zeichen für uns, gerade auch in der Mannschaft. Und ja, im Endeffekt hätten wir natürlich gerne das Spiel gewonnen. Aber ich denke, das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.